Die dramatische Zuspitzung der Lage in Libyen provoziert nun auch heftige Bewegungen an den Börsen weltweit. Darüber wollen wir sprechen mit Michael Bloss. Er ist Finanzexperte und Direktor des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivateforschung. Herzlich willkommen, Herr Bloss. Man hat es zunächst mal gleich am Ölpreis gemerkt. Da ging es deutlich durch die Decke, förmlich explodiert. Zu viel des Guten schon wieder? Naja, eine sehr heftige und sehr, sehr schnelle Reaktion. Aber nicht unberechtigt. Man muss sehen, Libyen ist Ölexportland. Deutschland ist der zweitgrößte Importeur nach Italien vom libyschen Öl. Und dann muss man natürlich schauen, es ist ein Flächenbrand in Nordafrika mittlerweile ausgebrochen. Die Demokratie ist nicht mehr aufzuhalten, das ist auch gut so. Und nun merkt man doch langsam aber sicher, dass dann viele Probleme auf diese Länder einbrechen. Und das merkt man in den Preisen, hauptsächlich im Ölpreis. Viele spekulieren auch auf eine Angleichung der Preise zwischen dem US-amerikanischen Öl und der Nordseesorte Brent. Sieht man das aktuell vor diesem Hintergrund schon? Es müsste kommen, denn so ein weiter Spread zwischen den zwei Ölsorten ist nicht normal. Im Augenblick sehen wir es noch nicht. Wir haben die Nordseesorte bei 107 in etwa. Wir sind im WTI deutlich drunter, wenn auch gleich das WTI prozentual relativ gleich zugelegt hat. Dennoch, der Spread ist weiter offen und er müsste zusammenlaufen. Das kann allerdings noch ein paar Wochen dauern, gerade vor dem Hintergrund, dass wir im Augenblick doch einen recht großen Flächenbrand sehen. Wir bleiben dann beim Thema Rohstoffe, Edelmetalle, Gold und Silber, vor allen Dingen Silber steigen auch. Ist das auch eine Reaktion, Flucht in den vermeintlich sicheren Hafen? Ja, das ist eine reine Fluchtreaktion. Wir haben hier viele Investoren, die sagen, ich möchte in den Safe Haven kommen, ich möchte dementsprechend sichere Anlagen haben. Und da ist Gold und Silber natürlich ein großes Instrument für und das ist die reine Fluchtreaktion. So, und jetzt kommen wir auf die Aktienmärkte zu sprechen. Da sehen wir auch einmal rund um den Globus, gestern Nachmittag angefangen, heute Nacht in Asien, wahrscheinlich im Laufe des Tages dann auch in Amerika, schwache Börsen, tief verunsicherte Börsen. Auch da die Frage, politische Börsen haben kurze Beine, heißt es immer so schön, ist das nur eine kurze Reaktion? Der Lehrsatz stimmt. Im Augenblick muss man allerdings ergänzen, wir haben hier nicht nur eine politische Börse, wir haben hier ganz, ganz viele politische Börsen. Wir haben sozusagen eine ja, in Reihe geschaltete Problematik und bis die abgearbeitet ist, wird uns das noch etwas in Atem halten. Und ich glaube auch, die Börsen werden noch relativ lang daran zu knappern haben, weil es kommt doch jeden Tag ein neuer Dominostein dazu, der fällt. Deswegen würde ich im Augenblick für den sicherheitsorientierten Anleger auch mal Stop-Loss-Limite empfehlen. Das kann nämlich jetzt doch noch ein bisschen runtergehen. Frage zum Beispiel ja auch, kann es nicht sogar mittelfristig in diesem Jahr deutlich stärker unter Druck geraten, der Aktienmarkt, der DAX beispielsweise, wenn wir die hohen Rohstoffpreise, wenn wir die hohen Ölpreise sehen, da darf man ja schon vermuten, dass die Konjunktur schwächer wird und dass es im Umkehrschluss dann auch gerade für die deutschen Exportwerte runtergeht. Also fundamental ist das richtig, fundamental ist dieser hohe DAX-Stand im Augenblick nicht gerechtfertigt. Wir haben immer noch das Problem der Schuldenthematik, wir haben das Problem einer sich langsam abkühlenden Konjunktur aufgrund hoher Rohstoffpreise, aufgrund Exportlastigkeit. Wir haben gute Chancen, nennen wir es mal so, dass wir nach unten doch noch mal etwas Luft sehen. 500, 600 Punkte ist da überhaupt nichts. Da wäre auch noch nichts wirklich groß kaputt gegangen, auch vom Chartbild her nicht. Aber diese Luft nach unten hat der Markt und es wird sich zeigen, fängt er sich, ja, kommt der Optimismus zurück oder ist die Musik aus und die Party geht zu Ende und wir werden doch auch uns wieder auf niedrigere Kurse einstellen müssen. Also, höchste Nervosität an den Märkten. Auch die Anleger sind sehr vorsichtig, sollten auch genauer hinschauen, wo, wie sie aktuell investieren. Das sagt Michael Bloss. Herzlichen Dank.